bin seit 18 Jahren Pilot einer Fluggesellschaft und stehe nun vor einem Ultimatum. Nicht vor einer Wahl, sondern einem Ultimatum. Mir wird gesagt, um meine Karriere als Pilot fortzusetzen, muss ich mich impfen lassen. Was in Wahrheit bedeutet, dass ich zwischen Essen auf dem Tisch für meine Familie und meine Entscheidungsfreiheit entscheiden muss. Ob Sie nun glauben, dass die Impfung das Richtige ist oder nicht, die Situation geht weit über Gesundheit hinaus. Wir, das amerikanische Volk, haben 257 Jahre lang für Freiheit gekämpft. Wir reisen um die Welt und verbreiten die Ideen von Freiheit und Demokratie. Wir helfen anderen Ländern und die Menschen kämpfen für ihre Freiheiten, während die unseren beschnitten werden. Man könnte meinen, eine Maske tragen oder sich impfen lassen zu müssen, sei unbedeutend. Aber wenn man Mandat um Mandat und Freiheitsverlust um Freiheitsverlust zusammenzählt, wird es sehr bedeutsam. Denn mit jedem Wegfall einer Sache werden wir mit dem sogenannten Shifting Baseline Syndrom konfrontiert. Dieses Syndrom verändert unsere Vorstellung von einer neuen und akzeptablen Normalität. Bald werden wir uns nicht mehr daran erinnern, wie es war, die Freiheiten zu haben, die wir einst hatten. Unsere Kinder und Enkelkinder werden weniger Freiheiten erleben. Und sie werden nicht das Privileg oder das Vergnügen haben, die gleichen Wahlmöglichkeiten zu genießen, die unsere Eltern hatten oder die wir haben. Wenn wir diesen Forderungen nachgeben, setzen wir uns nicht für unsere Entscheidungsfreiheit ein. Wir entehren jeden, der in den letzten 257 Jahren in den Streitkräften gedient hat, und erweisen damit den Menschen einen schlechten Dienst, die für die Freiheiten, die wir genießen, gekämpft und geblutet haben, ganz gleich, ob sie an die Impfung glauben oder nicht. Ich setze mich für ihre Entscheidungsfreiheit ein. Sie mögen die Impfvorschriften unterstützen, weil sie mit ihren derzeitigen Überzeugungen übereinstimmen. Aber wenn wir das jetzt zulassen, wird es eines Tages soweit sein. Es wird der Tag kommen, an dem das, was man ihnen vorschreibt, nicht mehr mit ihren Überzeugungen übereinstimmen wird, wenn wir nicht zusammenstehen und uns mit einer Stimme wehren. Bald kann man uns vorschreiben, wo wir leben, welchen Beruf wir ausüben, welche Religion wir angehören oder wie viele Kinder wir haben dürfen. Wollen Sie wirklich, dass jemand Ihren Kindern oder Enkelkindern vorschreibt, was, wann und wie Sie jede Minute Ihres Lebens leben sollen? Es ist an der Zeit, Stellung zu beziehen. Es ist an der Zeit, dass wir für unsere Entscheidungsfreiheit kämpfen, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Kommen Sie zu uns.